Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, hier zurück zu King's Quest Kapitel 1 A Night to Remember. In der letzten Folge sind wir hier aus dieser Arena wieder rausgekommen mit der Aufgabe, ein Auge eines gefährlichen Wildtieres zu erlangen und haben hier kniender und hämmernderweise eine holde Maid vorgefunden, wo wir uns doch erstmal vorstellen wollen und sie uns genauer anschauen wollen. Nicht wahr? Sie schwingt doch sehr gekonnt den Hammer. Pass auf, Kleiner. Hallo. Oh, danke. Nicht gerade hübsch, aber erfüllt seinen Zweck. Amaya Blackstone, sehr erfreut. Ich auch. Graham, die Freude ist ganz meinerseits. Schön, dass alle Brücken repariert werden. Alle Brücken? Nein, Kleiner. Der Auftrag ist erledigt. Mehr kann Daventry sich nicht leisten. Die können sich nicht mal das Öl für den Brösler da leisten. Meine eigene Erfindung. Der Brösler? Oh, was macht ein Brösler? Er hebt, er hackt, er bröselt. Praktisch. Vor allem bringt er Geld ein, das ich dringend brauche. War kein Zuckerschlecken hier in letzter Zeit. Sieht ganz so aus. Daventry war bisher eine interessante Erfahrung. Ganz anders, als es in meinen Reisebüchern steht. Ich frage mich ernsthaft, ob es das Richtige für mich ist. Das liegt nicht an dir, Kleiner. Seit die Königin tot ist, geht's mit dem Königreich bergab. Und jetzt, wo die Brücken weg sind, kommt keiner mehr her. Es ist wie ausgestorben hier. Ich bin eine Frau der Tat. Und ausgestorbene Städte zahlen ihre Rechnungen nicht. Da ist was dran. Das sehe ich. Tja, ich sollte los. Vielleicht hat sich jemand in meinen Laden verirrt. Wenn du mal in der Nähe bist, komm vorbei. Linke Seite. Ah ja. Okay. Jetzt haben wir hier so ein riesen Schild. Keep out, under construction. Kein Zutritt, Baustelle. Okay. Was haben wir hier denn noch irgendwie am Wagen irgendwas? Oder so? Nö. Keep out, distress. Achtung, Bienen und Alarm. Die Bienen, ja. Ihr erinnert euch noch, die haben wir den Gardisten vor einigen Folgen ja auf den Kopf fallen lassen. Ach, jetzt kommen wir hier gar nicht mehr durch, oder wie? Okay. Das ist jetzt so. Also, wie hast du ein Auge gefunden? All die neuen Rekruten machen mich ganz sentimental. Hey, hörst du überhaupt zu? Verzeihung, ich war in Gedanken. Wer spricht denn jetzt? Okay. Was ist hier los? War ein scheußliches Untier darin! Autsch! Hey! Hä? Wieso spricht er denn jetzt mit der Stimme von Opa Graham? Ach, was weiß denn eigentlich ich? Wir laufen hier mal lang. Gucken hier mal. Schade, sie hätten wunderbare Kürbislaternen abgegeben. Ja, hätte. Okay. Ah, wo sind wir denn hier? Schaut mal. Ach, und wie hübsch das wieder aussieht. Hier ist noch ein Kürbis, ein intakter Kürbis. Den nehmen wir doch gleich mal mit. What? In dem Kürbis waren entschieden zu viele Eichhörnchen. Muss ich. Kennt ihr mal den Film Schöne Bescherung? Mit den Griswolds. Eichhörnchenalarm! Pflücke die Pflücke. Pflück, pflück, pflücke die Pflück. Wo geht's Westen, denn hin? Westen, Turnierplatz. Norden, Marktplatz. Süden, in der Entwicklung. Erscheint im nächsten Frühjahr. Okay. Ich würde sagen, wir gucken mal, wer Pflücke die Pflück ist, vielleicht. Aha. Was pflückst du denn da? Blaubeeren? Ich muss die alle pflücken, bevor ich nach Hause kann. Lass mich, damit ich hier fertig werde. Ja, okay. Was ist dies? Das sind ja gigantische Blaubeeren oder so. Okay, da können wir ihm vielleicht nachher helfen mit irgendwas. Gehen wir mal nach Süden. Ah, a horn. Look at this. Da drüben ist ein Schild. Vielleicht irgendein Fährmann. Aber kann ich mir nicht vorstellen. Aber wir blasen mal ins Horn. Ein neuer Horn. Das gleiche Ergebnis. Okay, mit ohne Mundstück quasi. Dann schauen wir mal hier weiter. Fröschi, Fröschi, Fröschi. Quack, quack, quack. Wo immer ihr euch versteckt, Untiere, Whisper findet euch. Der Typ ist so geil. Sind Eichhörnchen.
Nein. Zu langsam für diese Frösche. Also wir müssen auch Frösche fangen. Ganzen Modder auf der Schürze. Was haben wir denn eigentlich? Wir haben jetzt nur noch Geld. Ach so, okay. Also unsere Teilnahme haben sie anscheinend doch. Unseren Teilnahmeschein haben sie anscheinend doch eingesteckt. Vielleicht anschleichen? Und? Verdammt, aber wenn Graham sich da schon 5 Meter vorher irgendwie auf die Nase legt, kann das ja nichts werden. Okay, dann gehen wir erstmal hier. Ich glaube, wir brauchen da noch irgendwie ein bisschen Equip, um das für... keine leisen Töne. Um die Frösche fangen zu können. Also wir brauchen Mundstück, was zum Frösche fangen, zum Eichhörnchen vertreiben aus dem Kürbis. Dann gehen wir mal gen Norden. Wieder sehr idyllisch hier alles. Ach ey. Wie süß. Der Dachs wollte sich mit den Eichhörnchen anfreunden. Ich glaube nicht. Oh, was ist da los? Müssen wir jetzt hier mal gucken? Nicht, dass die da hinten... Sind die Wölfe jetzt in die Stadt gekommen, weil wir das Tor offen gelassen haben, oder was? Raus hier! Na los! Verschwindet! Husch, husch! Haut ab! Mit einer Laterne? Okay. Was? Ah, diese blöden Laternen gehen andauernd kaputt. Hört ihr Chester, ihr alter Pfuscher? Nicht jeder hier ist so gewissenhaft wie ich. Leider sind Blauflammen das Einzige, was das Rudel vertreibt. Aha. Also muss ich immer wieder in ihrem Hexenladen einkaufen. Wetzelwölfe sind um diese Jahreszeit besonders aggressiv. Wetzelwölfe? Eigentlich ziehen sie zur Paarung in die Berge von Serenia, aber wie wir sitzen sie hier fest, bis die Brücken wieder im Einsatz sind. Ah. Hey, tust du mir einen Gefallen? Jeden Baby. Wenn ich kann. Hilfst du mir, das Hintertor geschlossen zu halten? Ich leite die Wetzelwolfwache hier in der Stadt. Wir bekommen sogar bald Abzeichen. Hey. Wenn du das Tor geschlossen hältst, kannst du Mitglied werden und ein Abzeichen haben. Ja, warum eigentlich nicht? War? Ich hatte nur noch eine Münze, als ich in die Stadt kam. Ich brauchte eine billige Lösung, um an ein Auge zu kommen. Hier können wir nichts machen. Ich glaube, hier haben wir schon geguckt, aber das war ja noch am Anfang. Bevor wir hier überhaupt irgendwie angefangen haben. Also, ich meine, bevor das hier so mit dem Ritterturnier sich herauskristallisiert hat. Ach so, jetzt kommen wir da quasi wieder raus. Na, wir gehen hier mal rein. Also, ich meine, durch. Können wir das Tor von hier schließen? Ja. Super. Dann müssen wir halt dann wieder eine auf Assassin's Creed machen. Aber irgendwie kommen wir ja... Da war doch dieser Brunnen noch da oben. Wir laufen einfach mal hier den Weg lang. Hier. Da kommen wir aber so nicht durch. Eine Hecke aus stacheligem Dorngras versperrte den Weg zum Brunnen. Der Brunnen mit dem gigariesigen Drachen? Vielleicht. Ach, das ist schade, dass man die Dialoge nicht skippen kann. Gucken wir mal hier. Yeah, Meets. Keine Meets, keine Meets. Hand ab, Meets. Okay. Eine Abkürzung haben uns die Wölfe ja schon mal aufgetan, indem sie da durchgerannt sind. Jetzt halt nicht sicher, ob wir da in Deventry direkt was brauchen. Aber ich gehe jetzt mal stark davon aus. Okay, hier fehlte ja... Hier war ja der Baum. Hier war ja der verrückte Typ. Da weiter hinten. Die Quasselstrippe. Wo wir das Schild als Radsersatz angebracht haben. Mit seinen edlen Tieren. Mit seinen komischen Ziegen. Okay, dann gehen wir wieder nach Deventry rein. Hier. Und gucken dann einfach mal bei der hübschen Schmiedin vorbei. Ob wir uns da vielleicht schon unser Abzeichen verdienen können.
Mein Auge. Wir brauchen das Auge. Ich meine, Augen werden doch sicherlich, vermute ich jetzt nochmal stark von Hexer-Ingredienzien oder sowas. Keine Ahnung. Oh, hey, Graham. Wenn du scharfe Sachen magst, bist du hier richtig. Ich seh's. Wir haben über 23... Oh, Verzeihung. Ich hatte eine harte Nacht. Bin auf dem Boden aufgewacht. Mein Bett war futsch. Was? Kaum zu glauben, oder? Was für ein Spinner klaut ein Bett, während jemand drin schläft? Und das Merkwürdigste ist, dass sonst gar nichts fehlt. Normalerweise würde ich diesen Schlafdieb an den Brösler verfüttern. Aber heute ist nicht normal. Hab heute bei der Parade einen Schild verkauft und bin daher bester Laune. Ja. Aber sieh dich einfach um und wenn dich was interessiert, sag mir Bescheid. Na klar, Baby. Was ist das? Oh! Hände weg, Graham, oder du bist es, der ein Auge verliert. Schön, dass sie weiß, dass wir ein Auge suchen. Was ist denn mit dem Brösler? Hände weg vom Brösler! Außer du hast 50 Goldmünzen für einen Arbeitsauftrag. 50 Goldmünzen? Das ist ja Wucher. Was sagst du was denn so? Was darf's denn sein? Holde Maid. Wo finde ich das Auge eines scheußlichen Untiers? Wisst ihr zufällig, wo ich ein Auge eines scheußlichen Untiers finden kann? Was für ein schöner Tag für ein Turnier. Meine liebste Zeit im Jahr. Ja. Feurige neue Rekruten. Der Klang aufeinanderprallender Rüstungen. Und das Spektakel. Der beste und hoffnungsvollste wird sich hervortun. Ich liebe es. Manche finden das Programm zwar barbarisch, aber ich bin stolz auf unsere Tradition. Wenn ich mit dabei wäre, würde ich mir die furchterregendste Bestie suchen, die ich finden kann. Den Mutigen gehört die Welt. Du wiederum Chaka. Hast ein gütiges Herz und würdest kein Tier erblinden lassen, um einen Wettstreit zu gewinnen. Hm. Deine Arme haben sich ja nie einen Bogen gehalten. Was? Nein, du bist einfach zu nett. Aber vielleicht irre ich mich ja. Ich glaube, sie steht nicht auf uns. Verdammt. Was ist das für eine Waffe an der Wand? Was ich fragen wollte. Wofür ist dieses Schwert? Für den Kampf gegen Werbären? Hat es Eisorks niedergestreckt? Ist es überhaupt zugelassen? Ist es aus Furcht geschmiedet? Ach das. Das ist für die Gartenarbeit. Ich stutze meine Hecke damit. Aber da alles erledigt ist und meine Petunien in voller Blüte stehen, bin ich bereit, mich davon zu trennen. Und das nur für eine Goldmünze. Damit kannst du sicher jede stachelige Situation lösen. Ja. Ja. Wie viel kostet dieses Gartengerät? Eine glänzende Münze. Auf bald. Gut. Zeig es der Welt. Okay, vielleicht können wir damit ihm, warte mal, was ist denn hier mit dem Arbeitsauftrag? Du kannst einen Arbeitsauftrag erteilen, um etwas zu heben, zu fällen oder zu zerbröseln. Okay. Der Brösler kümmert sich dann darum. Okay, vielleicht können wir dieses Ding benutzen für die Blaubeeren. Wir kaufen es einfach mal. Und? Hast du deine einzige Goldmünze für das epische Gartengerät ausgegeben? Ja, haben wir. Aber ja, wer wagt, gewinnt. Genau, außerdem... Versprich mir, Graham, dass du dies nur zu seinem eigentlichen Zweck einsetzt. Selbstverständlich. Ich werde Hecken trimmen wie kein anderer. Das Grünzeug wird Augen machen. Okay, tschüss. Dann würde ich mal sagen, gehen wir hier mal runter aus der Stadt raus und gucken uns mal dem... Ich hoffe, das war überhaupt richtig. Wo geht's denn hier nicht hin? Und gucken uns mal an, wie wir da... Oh! Wie wir uns da mit dem Heckendings schlagen können. Also mit dem Blaubeerpflücker. Was ist dies? Eine fehlende Glocke fällt sicher nicht auf. Eine Bimmel. Eine kleine Glocke. Okay. Und wer bist du? Wir verdanken König Edward viel. Sein Vermächtnis litt in seinen späten Jahren. Doch er war ein großer Mann. Und er hinterließ mir ein Daventry, das zu dem Königreich wurde, das wir heute kennen. King Ede. Okay. Gut. Was haben wir hier? Die Ankündigungstafel war bis zur zweiten Turnierrunde verdeckt. Aha. So, wo gehen wir hin? Süden oder Nordosten? Wir gehen mal nach Nordosten.
gucken, was da so abgeht. Oha. Oh, hier mit Falle und so. Ich stehe wohl besser auf dieser Seite. Er bewegte sich nicht. Da tut sich wohl gar nichts. Das ist doch hier irgendeine Wolfs... Ui! Eine bemerkenswerte Falle. Aber echt? Okay. Sollen wir da einfach mal reinfallen? Ach, das ist Fleisch. Das ist Fleisch. Dann versuchen wir doch mal hier vielleicht mit dem Ding da ranzukommen. Ein sehr komplexer Grastrimmer. Okay, mit dem können wir ja nichts machen. Gut, gut. Falls ihr euch wundert, was hier gerade so summelt, das ist mein Handy, was hier klingelt gerade. Was? Fantastical Floating Island. Only steps away. It's so floaty. You'll be amazed. Spektakuläre, schwebende Insel. Nur noch wenige Schritte. So schwebend, ihr werdet begeistert sein. Absolutely. Okay. Ganz schön weitläufig jetzt das Terrain hier. Aha, noch eine Werbeschau. Was da? Die tollste und einzige schwebende Insel der Welt. Na, das müssen wir doch gesehen haben, oder? Nix wie hin. Was ist hier? Nicht nach rechts. Da ist keine schwebende Insel. Okay. Ja, dann gehen wir erstmal nach rechts. Oh. Sternbeeren umrahmten eine friedliche Aussicht. Es störte nur der Bienenstock. Ach, ist das schön. Neuschwanstein lässt grüßen. Können wir da, warte mal, können wir den Teller denn hier irgendwie? Warte, was ist denn da? Oh ja. Ach hier, schau mal, da. Ein Brief. Liebste. Du bist mein Ein und Alles. Ich habe kein Geld für einen Ring, doch ich kann nicht mehr warten. Willst du auf ewig die meine sein? Ich leg ihn besser zurück. Ach, herrje. Ist da noch was auf dem Tisch? Ein Tellerchen? Jemand hatte einen romantischen Abend vorbereitet. Tja, es ist dann wohl auch dabei geblieben, oder? Hier unterm Kissen noch irgendwie was? Nee. Okay. So, was ist denn jetzt, wenn wir hier wieder mal am Baum schütteln? Ah ja. Bienen! Ich verdarb den Bienen den Tag und auch das Mahl. Jo, dann nimm dir mal hier die Sternenfrüchte da. Ich hob mir die Beeren auf, obwohl ich große Lust auf einen Snack hatte. Ein Snack? Können wir dazu was machen? Oder werden wir es gleich totgestochen? Was ist denn, wenn wir jetzt vielleicht da die Beeren hinlegen? Kein Essen verschwenden. Ja, du hast natürlich recht. Opa Graham hat wie immer recht. Gut, dann haben wir hier die Bienen. Dann gehen wir mal hier doch nach in die Richtung der schwebenden Insel. Was jetzt hier noch? Kinder, hört nicht auf zu schreien, bis Fati rangefahren ist. Wie geil. Sind wir schon da? Sind wir schon da? Guck mal, hier sind noch mehr Hörner. Und? Da wollte ich unbedingt mal hin. Tja, jetzt ist hier auch Baustelle. Und zwar richtig krasse Baustelle. Wahrscheinlich hier auch bloß wieder mit so einem Asthmahorn. Ja. Okay, da tut sich überhaupt nichts. Können wir also das schon mal abhaken? Gut. Den ganzen Weg wieder zurück. Und dann gucken wir mal an der Statue. Gehen wir dann einfach mal nach Süden. Mit den Bienen müssen wir sicherlich auch noch irgendwas machen. Huch. Den Bienenstock würde mich jetzt wundern, wenn nicht. Achso, hier oben können wir noch hingehen. Noch lang gehen. Ach, guck mal einer an. Da ist der Ritter. Oh, was haben wir denn hier? Eine Höhle? Eine Höhle? Im Dunkeln weiterzugehen erschien mir wenig ratsam. Warum eigentlich nicht? Oh! Du bist einfach in eine dunkle Höhle voller Wetzelwölfe spaziert? Lass mich nachdenken. Nein, so hohl war ich nicht. Nein, absolut nicht. Im Dunkeln weiterzugehen erschien mir wenig ratsam. Okay.
gehen wir mal raus. Oh, ich sehe gerade, die Folge ist schon wieder vorbei, Leute. Dann machen wir am besten hier ein kleines Päuschen. Hinter uns der dicke Sir Velatwurst vielleicht. Ich weiß den Namen leider nicht mehr. Acorn, doch. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Schaut rein, würde ich mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.